Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Heute ist der Held des Monats Juli dran. Genau. Jens hat da mal was vorbereitet. Hab ich. Wie immer. Ich bin immer fleißig hier irgendwie und Rico, na ist egal. Ich hab Kinder. Also unser Held, unser bzw. mein Held, vielleicht sagt der Rico, das stimmt oder auch nicht, wir werden sehen, ist zumindest im Monat Juli und zu dem Thema passend Hubertus Heil. Wer ist das? Das sagt mir irgendwas. Das ist der Minister für Arbeit und Soziales. Nur mal kurz zu seiner Person. Der hat Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Und genau steht halt vor dem Scherbenhaufen als Minister für Arbeit und Soziales, muss man ja mal sagen. Das Thema, über was ich reden möchte, ist die Rente. Der Präsident der Arbeitgeberverbands Gesamtmetall fordert, dass wir Deutschen bis 70 arbeiten sollen und erst ab dann die Rente erhalten dürfen. Nur bis 70? Ja, und gleichzeitig soll sich aber auch die Wochenarbeitszeit erhöhen. Also immer mehr arbeiten. Ich zitiere den Herrn Stefan Wolf mal. Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastung der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht. Wir werden länger und mehr arbeiten müssen. Meint er damit auch sich selber? Ja, weiß ich nicht. Vermutlich. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wie alt er hier ist. Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht erhöhen und daran wird sich nichts ändern, entgegnet denn der Herr Heil, was ihn dazu beruft, der Held des Monats zu sein. Der Herr, wie hieß er, Wolf hat recht. Die Demografie Deutschlands oder der demografische Wandel Deutschlands ist tatsächlich sehr schlecht. Die Rentner werden immer mehr und junge Leute kommen nicht nach. Und demzufolge zahlen immer weniger in die Rentenkasse ein, immer mehr wollen aber was davon haben. Und dagegen könnte man natürlich auch was machen. Zum Beispiel, also das Problem ist halt, es gibt immer weniger Arbeitnehmer, die einzahlen und immer mehr Rentner, die rausnehmen würden gerne. Die theoretische Lösung dafür, wie wohl ihr merkt, die theoretische Lösung ist halt, dass man mehr einzahlt, also dass man halt die Erwerbstätigen, die wenigen, die gibt, noch mehr einzahlen in die Rentenkasse, irgendwie mehr Erwerbstätige ranholt, zum Beispiel durch eine Zuwanderung. Die Arbeitslosen aktiviert und mehr Neugeborene müssen her. Das ist ja das, was eigentlich schon seit Jahrzehnten gefordert wird, aber... Das ist halt bekannt. Ja. Schon eine ganze Weile, alle drei Jahre wird mal darüber gesprochen. Und dann passiert halt nichts, bis das halt total krachen geht und das kann ja nicht mehr lange dauern. Also ich hätte ja da ein paar Ideen. Na, wichtig wäre auf jeden Fall, denke ich mal, die Nicht-Erwerbstätigen mal zu aktivieren. Die weniger Fläschen. Die könnten ja auch mal ein bisschen einzahlen. Die Leute, die hier emigrieren, so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen. Genau. Und nicht alles in den Arsch geschoben zu kriegen. Die Fachkräfte, die alle kommen, die müsste man auch aktivieren, ja, quasi. Stimmt. Vielleicht könnten sich ja die Abgeordneten, wenn sie wirklich Gutes tun wollen, mal überlegen. Und ich meine, die machen ja die Gesetze, also können sie das auch gesetzlich verankern, dass sie zum Beispiel alle mal in die Rentenkasse einzahlen. Also bei deren Gehalt... Ja. Würde schon sich da was bewegen. Man könnte, genau, Politiker und Beamte könnte man da auch mitnehmen. Zum Beispiel. Man könnte auch einfach abgucken bei anderen Ländern, Norwegen, eins von denen, die haben einen Staatsfonds und nehmen daher die Kohle für die Rentner. Wir nehmen ja direkt, also zumindest ist es bei der gesetzlichen Rentenversicherung so, dass du einzahlst in einem Konto. Und da, direkt davon wird es dann den Rentnern geben. Oh. Anstatt das vorher anzulegen, gewinnbringend, und dann erst auszuzahlen. Macht halt viel mehr Sinn. Ich staune, dass ihr habt schon so viele Finanzminister, die jetzt darauf noch nicht gekommen sind. Auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, also geplant ist, bis 2030
kriegst du dann 43% von deinem letzten Lohn. Kriegst du dann als Rente immer. Naja. 43%. Dass ich in Rente gehe, das ist 52, das ist, da gibt es sowas. Ja, wir zahlen das eh, aber gut. Das sind immer 57%, die wegfallen. Einfach so. Wenn es an mir gehen würde und ich könnte mit aussuchen, ob in Rente einzuzahlen oder nicht, ich würde nicht einzahlen, definitiv nicht. Weil sich das für mich ja nicht rentiert. Weil dieses Rentensystem, das ist nix. Da kann man besser woanders investieren. Man kann wirklich das Geld nehmen, woanders investieren, hat man viel mehr. Und glaubt man nicht, dass es nur diese 0,1 oder 1 oder 2% gibt. Es gibt viel bessere Sachen, die man machen kann und die auch besser angelegt sind wie in der Rente. Ja, genau. Man ist auch nicht sehr unsicher, also ist schon relativ sicher. Ja, definitiv. Ist ja auch langfristig. Du fängst ja irgendwann an zu arbeiten und ab dem Zeitpunkt fängst du an zu investieren. Wenn sich die Rente nicht rentiert, nee, wenn jetzt jemand ein Rentner zum Beispiel nur 600, 700 Euro kriegt, obwohl er 45 Jahre gearbeitet hat, dann hat sich das wohl nicht rentiert. Ja, du musst halt privat, irgendeine private Altersvorsorge musst du machen. Naja. Gut, dann für den Herr Heil, der gesagt hat, so funktioniert das nicht. Das machen wir nicht, hat er gesagt. Finde ich gut. Ich weiß nicht, was er sonst noch im Hinterkopf hat, auf jeden Fall. Yes! Ist gut. Finde ich auch, das, also mich aufstellen zu lassen als Minister für Arbeit und Soziales, jetzt zu der Zeit, ist schon dolle, ja. Kannst du eigentlich nur Kacke machen. Also, ja. Auch deswegen, ja. Der steht vorm Scherbenhaufen. Ey. Und für die, die natürlich wollen, dass die Rente, dass man mit höheren Alter in Rente geht und dann noch länger arbeiten gehen. Also, ich habe mir das mal ausgerechnet, ja. Und wie lange ich arbeite pro Tag, da bleibt ja nicht mehr großartig. Ja, schlafen, arbeiten. Ja, die wollen, ja. Du musst noch mehr arbeiten gehen und noch mehr, damit du noch mehr einzahlen kannst. Ich hatte meine 80-Stunden-Wochen. Ne. Ohne mich. Ja. Was das gut? 40 Stunden? 40 Stunden ist wirklich das Maximum, denke ich mal. Also wenn normal Arbeitende. Ja. Und ich denke, das ist schon... Sieht jeder anders. Natürlich sieht das jeder anders. Das man ist ja auch nur meine Meinung. Man kann ja einfach die Gehälter erhöhen. Vielleicht fällt ja auch irgendwann einfach die Rente komplett weg, die gesetzliche Rente komplett weg, wenn sie jetzt anfangen mit ihrem... Ja, Grundeinkommen. Genau, bedingungsloses Grundeinkommen einfach. Dann kriegt halt jeder 1200 Euro. Keine Ahnung, wie man das finanziert, aber ja, so das der ist Plan. Und dann ist halt Mindestrente 1200 Euro. Ich sehe das ziemlich sehr, sehr skeptisch, und aber lass mich eines Besseren belehren. Ja. Ich bin auch optimistisch, aber ich bin auch dahingehend sehr, sehr skeptisch, denn alles, was bis jetzt von der Regierung gekommen ist, das war ja nix. Und ich habe noch nie gesehen, dass wir mehr irgendwann mal mehr bekommen haben, im Endeffekt. Mir fällt ja bloß das Geld so aus den Taschen. Ja. Ist, als wenn mir irgendeiner immer Löcher in der Hose macht. Ja. Also, wir werden es sehen. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Mhm. Und schöner Grüße, ja. Hey. Vielleicht gibt es ja eine Rentenreform nochmal. Vielleicht gibt es ja ein vernünftiges System, so ähnlich wie in Norwegen oder was. Vernünftig, das wäre immer ein Anfang. Das wäre immer schön. So, dass man auch so verteilt wie in der Schweiz von oben nach unten und nicht von unten nach Mitte oder so. Mhm. So, dass man nicht den Arm noch mehr nimmt. Na, hier wird ja von der Mitte nach unten und nach oben verteilt. Na, auf jeden Fall von unten nach oben. Naja, von der Mitte nach unten meine ich damit, dass die Hartz-IVer mehr kriegen. Die wurden ja aufgestockt. So, ja, gut. Und von der Mitte nach oben, dass die... Ja, aber Mitte ist ja schon ja nicht mehr vorhanden quasi. Ist ja schon schmaler, ganz schmaler Streifen. Die wird zerrissen, natürlich. Gut, alles klar. Haben wir noch geplaudert über das Thema? Ich bin fertig jetzt hier mit dem Thema. Gut. Hast du noch Fragen über das Rentensystem? Ich bin vorbereitet. Das aktuelle oder das neue? Das, was jetzt ist. Das ist Kacke, sagst du. Ja. Ist das ja auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach ja, wenn ihr hier... Das Allerwichtigste ist abonnieren. Liken, teilen. Und weitergeben. Und abonnieren. Und wichtig ist natürlich, mit das Allerwichtigste ist uns eure Meinung. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer war denn euer Held des Monats? Oder vielleicht gibt es ja jemanden, der...
täglich heldenhafte Taten begeht. Und schreibt einfach mal in die Kommis. Dann gucken wir uns an. Na? Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis demnächst.